Jo Leute, was geht ab? Mucka hier am Start und wir spielen H1Z1. Wieso H1Z1? Ich will euch das Spiel mal zeigen und ja, meine Meinung dazu sagen. Und bei DayZ ist es so, wir haben zurzeit eine DayZ-Flaute, wir haben jetzt seit dem letzten Video viermal aufgenommen. Alle viermal über 30 Aufnahmen, es ist nichts passiert, außer dass wir mal vom Cheater getötet wurden, was ziemlich cool war, aber finde ich lame, sowas im Video zu erwähnen, weil dann ist es auf eine coole Art mit einer Atombombe getötet. Aber sonst ist nichts passiert. Wir haben hier eine Base, Leute. So sieht eine selbstgebastelte Base aus in H1Z1. Also es gibt auch ein Crafting-Menü. Für die, die es nicht kennen, ist ein neues Survival-Spiel. Relativ neu, kann man sagen. Ist, ich glaube, 2 Wochen alt jetzt. Ist noch in der Alpha-Phase, kostet 20 Euro. Ob es sich lohnt zu kaufen oder nicht, ist eine Sache. Also für mich hat es sich gelohnt. Ist ein Spiel nach meinem Maß. Das sind so kleine Storage-Kisten. Die kann man looten. Also da könnt ihr Sachen reinpacken. Zum Beispiel packen wir jetzt mal hier 4 Leere. Ne, wir packen eine Leere. Eine, habe ich gesagt. Das heißt, wir nehmen 3 Stück mit. Das Spiel ist in der Alpha-Phase, Leute. Wie gesagt, es ist verbuggt noch zum Teil. Ob man sich kauft, also ich habe es mir gekauft von Anfang an. Ich muss sagen, mir gefällt es einfach. Nicht nur, also jetzt nicht, weil es verbuggt ist oder weil es spielfähig ist, sondern weil ich mag es, dass die Entwickler noch dran arbeiten. Die patchen fast täglich das Spiel. Hier haben wir ein paar Animal Traps. Die kann man auch bauen. Da könnt ihr dann, ja, sag ich mal, Kaninchen einfangen. Rabbit Meat, loot mal eben alle Eimer. Die, was man damit machen kann, kann ich euch auch gleich zeigen. Die haben wir schon gelootet. Ah, komm schon. Jawohl, immer schön her mit dem Fleisch. Gibt's da noch was? Da gibt's auch noch was. Zurzeit gibt es allerdings einen Bug seit dem letzten Patch. Es ist zu viel Loot vorhanden. Leider ist zu viel Loot vorhanden. Hier haben wir so einen Grill. Kann man natürlich bauen, so ein Barbecue. Haben wir was reingelegt. Legen wir jetzt das Kaninchenfett, das Kaninchenfleisch dazu. Zünden das Ganze mit einem Feuerzeug an. Und dann sollte es brennen, genau. Und das ist, wie man in DayZ kennt. Also man legt das einfach ins Feuer und nach einer Zeit wird es wieder ganz. Viele fragen mich natürlich, wie ist das Spiel? Ist es besser als die Standalone? Ist es schlechter als die Standalone? Meine Meinung, ich weiß nicht, die Sache ist, jeder muss sich ja seine Meinung bilden, ja? Meine Meinung, das ist sozusagen so ein kleines Wassersystem. Meiner Meinung nach ist die DayZ-Mod immer noch ungeschlagen. Danach kommt H1Z1 und dann kommt irgendwann die Standalone, weil so verbuggt wie die Standalone ist, das weiß ich nicht. Das macht mir absolut keinen Spaß zu spielen. Die sollen die Zombies auch fixen, die sollen die Performance, allein das Spielgefühl sollen die fixen. So, wir sehen, langsam wird es gekochtes Fleisch. Gekochtes Fleisch füllt natürlich Essen auf. Wir sehen, man muss essen, man muss trinken, man muss... Stamina ist halt, wenn wir laufen, wenn wir hüpfen. Ihr könnt das mal anzeigen. Rechts unten seht ihr das. Mit F-Taste aktiviert ihr das. Da seht ihr, wenn man hüpft, wenn man läuft, geht es langsam runter. Lese ich natürlich auf, wenn man dann sich nicht bewegt, also wenn man stehen bleibt, wie man sieht. Hydration gibt es, alles Mögliche gibt es. Hydration ist Essen, Energy ist Trinken, wenn ich... Ne, umgekehrt. Energy ist Trinken, Hydration ist... Wir gucken... Ich sag doch. Energy ist Essen, Hydration ist Trinken. Mann, ich habe immer ein Problem damit. Haben jetzt Wasser gekocht, Purified Water. Haben zusätzlich noch... Was haben wir noch gemacht? Essen? Genau. Mit Kohle haben wir das Ganze angemacht. Hier gibt es nebenbei noch so einen Ofen. Kann man auch schon bauen, eine Furnace. Da kann man dann Metall einschmelzen. Sich, dieses Metall braucht man dann, um zum Beispiel Äxte oder sowas zu craften. Oder ganze Häuser halt. Also wie gesagt, das ist komplett selber gebaut hier. Ist jetzt nicht von uns gebaut, ich borg mir das einfach mal für die Aufnahme aus. Das heißt, also, man baut einfach die Plattform, ich zeige die gleich mal von unten. Und außerdem hat man hier Wände, dann hat man hier so ein paar Treppen, man kann Türen bauen. Hier nicht so schlau gesetzt, aber naja, soll man, wenn es denen gefällt, dann essen wir immer. Zack, immer mit so einer Zeituhr natürlich verbunden. Jetzt könnte ich natürlich das Purified Water trinken, aber ich zeige euch mal das Crafting-Menü. Wie das Crafting-Menü aussieht, hier sieht es aus. Ihr müsst die Sachen immer erlernen. Es gibt verschiedene Server. Es gibt First-Person-Server, es gibt Third-Person. Wir spielen jetzt auf einem beiden, ne? Sowohl First- als Third-Person-Server. Dann gibt es noch so ein Discovery-Menü. Da platziert ihr dann die Items rein, die ihr erlernen noch könnt. Wir können jetzt leider nichts mehr erlernen. Haben schon alles erlernt. Der Charakter ist schon ein bisschen älter. Den spielen wir nebenbei immer im Stream auf dem Server Zedit, falls ihr Bock habt.
Jetzt kann man zum Beispiel Blackberry Juice suchen. Blackberry Juice braucht einer Purified Water 5 Blackberries. Können wir natürlich benutzen. Dann bauen wir uns die Hammer 1, Hammer 2. Dann verschwindet das natürlich im Inventar und kommt als Blackberry Juice. Das ist halt sozusagen Blackberry. Ja. Ist ein Getränk, was jetzt nicht nur trinken auffüllt, sondern auch ein bisschen essen. Hat nämlich auch Geschmack. Finde ich ganz cool. Jetzt haben wir 99 alles aufgefüllt. Pfeile haben wir uns hergestellt. Einen Bogen. Hier nebenbei der verbesserte Bogen. Es gibt zwei verschiedene Bögen. Kann ich euch auch mal zeigen. Viele fragen mich jetzt im Stream, obwohl ich das immer wieder sage. Wollen wir den... hier. Das ist der normale Bogen. Dafür braucht man einfach einen Woodstick. Und ein Kleidungsstück. Da hören wir, glaube ich, draußen schon einen Zombie. Und hier gibt es den verbesserten Bogen. Da braucht man noch einen Spooled Wine und zwei Woodsticks. Und der Bogen hat die Einschaften, ihr könnt beim Ziehen laufen und hüpfen. Das heißt also, ihr seid viel gelenkiger. Ihr könnt um die Ecke gehen, schießen, wieder zurückgehen. Die Schüsse, zack. Pfeile bleiben natürlich stecken. Kann man dann auch wieder looten. Sehr cool gemacht. Genauso dasselbe bei Zombies. Bleiben die Pfeile stehen. Wir haben jetzt ein bisschen Holz gehackt. Wir können mal was craften und gucken. Wir gönnen ein Basic Stack. Ich benutze ja die Base, das heißt, wir werden jetzt hier einfach mal was reinbauen. Ist natürlich uncool, aber wenn es dir nicht gefällt, man kann die Holzsachen auch mit einer Axt kaputt machen. Dauert noch ein bisschen länger. Ich zeige euch das Bausystem. Wir haben jetzt ein Basic Stack gebaut. Wo ist das denn? Ne, Woodplank. Irgendwas fehlt da. Irgendwas fehlt da. Irgendwas haben wir nicht zu Ende gebaut. Basics Shack. Haben wir das gebaut? Haben wir das nicht gebaut? Bin ich jetzt vollkommen Banane? Ne, wir haben die Woodplanks gemacht. Das alles. Mal gucken, was fehlt uns denn? Ah, wir brauchen 20 Woodplanks und 10 Woodsticks. Okay, 20. Dann werde ich eben schnell ein bisschen Holz farmen. Dann sehen wir uns gleich weiter. Bis gleich. Jawohl, wieso sollen wir uns gleich wiedersehen? Ich zeige euch einfach, wie das Bausystem funktioniert, wie das Ganze funktioniert. Hier zwei Zombies, Nummer 1, Nummer 2, oh, die Nummer verfehlt. Wir müssen aufpassen, zurzeit ist, wie gesagt, ein Loot-Überschuss. Das heißt, die Leute, also das kann man im Moment, das kann man erstmal looten, alles Woodsticks, aber davon haben wir genug. Aber was ich sagen wollte, ist, die Leute haben alle fulgiert. Das ist ein kleines Problem zurzeit. Ist durch ein Patch entstanden. Haben die Entwickler sich schon entschuldigt, haben gesagt, wir würden in den nächsten Tagen ein Patch kommen, der das Ganze behebt. So, die Bäume fallen natürlich um. Genauso wie bei der Daisy Mod. Ich weiß nicht, ob das bei der Daisy Standalone ist. Dafür spiele ich hier einfach zu wenig. Ja. Also ich würde das Spiel hier vor der Standalone und definitiv bevor... Oh Gott, kommt ein Zombie, der hat das gehört. Zombie hat es gehört. Hat uns aber noch nicht gesehen. Da hinten sind noch mehr Zombies. Jetzt mal eben ein paar Woodplanks machen. Wir brauchen 20, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Nein, 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 hier, Quatsch, 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 Quatsch. Ach, jetzt haben wir das Falsche gecraftet. Jetzt haben wir eine Door gecraftet. Na egal, auch nicht schlecht. Werden wir auch noch mit was anfangen können. Wir werden erstmal gucken, dass wir das hier craften. Gucken, wie viel wir zusammenbekommen. Wir brauchen 20 Woodplanks. 500, okay, okay. Das heißt, ich drop mal hier alle. Wir dürfen das nur nicht vergessen, wo wir das... 8 Stück brauchen wir noch. Das heißt, wir müssen noch ein paar... Wir müssen noch hier ein paar Sachen... Ein paar Bäume, diesmal dicker bauen, den wir ja fällen wollen. Man kann... Oh nein, jetzt ist unsere Axt kaputt gegangen. Wir haben keine Ersatzaxt. Ich gehe schnell in die Base und hole eine. So Leute, da sind wir wieder. Wir hören im Hintergrund ein paar Schüsse. In der Stadt ist eine Schießerei. Oh, da sehen wir sogar die Typen. Da auf der Straße ist eine Schießerei los. Wir mischen uns noch nicht ein. Wir haben leider noch keine Waffen. Deswegen lassen wir die mal da sein. Zack. Nochmal Woodlock. Sehr schön. Wir fallen einfach die Bäume, hoffen, dass die uns in Ruhe lassen. Es ist zurzeit sehr viel PvP. Es ist, ich würde sagen, sogar fast nur PvP. Das hat einfach den Grund, durch diesen Bug, dass es so viele, dass es einfach so viele Waffen gibt, ein Loot. Also zum Teil ist es echt so, ihr könnt stehen bleiben und der Loot spawnt einfach nach. Das ist nicht beabsichtigt, aber es stört natürlich trotzdem. Oh, wo habe ich denn jetzt? Hier hatte ich das Holz hingelegt. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt müssen wir langsam den Shack bauen können.
Wir bauen jetzt sozusagen die Woodlocks zu Woodplanks. Ist eine 1 zu 1 Kombination. Jetzt bauen wir den Basic Shack an, den haben wir gebaut. Jawohl. Jetzt gehen wir in die Base. Sehen uns gleich wieder. Oh, Zombies kommen langsam. Die können auch schnell laufen. Gibt verschiedene Zombie-Typen. Und wir sehen uns gleich in der Base wieder. Leute, wir sind wieder in der Base angekommen. Wir werden uns jetzt mal hier einen Shack hinbauen. Genau. Dazu nehmen wir den Shack. Drücken auf Place. Man sieht schon, also es ist. So, wie wollen wir das? Ich weiß nicht, ob man die Richtung von dem ändern kann. Sieht aber nicht so aus. Ich hoffe, ich habe da gerade geredet, sonst keine andere. Wir werden den mal hier platzieren, einfach genau da. So. Cannot place object at this location. Okay, platzieren wir den hier. Cannot. Wieso nicht? Ah, jetzt haben wir den einfach in die Mitte platziert. Okay. Ich war wahrscheinlich mit einer Kante oder so hier drin, deswegen. Naja. Vorführeffekt werden wir nachher kaputt machen. Jetzt haben wir den natürlich hier platziert. Da könnte man jetzt noch Kisten reinbauen oder so. Ist ein kleines Haus, man muss nicht unbedingt diese Etage, diese Holzetage. Diese Holzetage macht das noch ein bisschen stylischer. Ich zeige das Ganze gleich auch nochmal von außen. Jetzt haben wir noch eben eine Door gebaut. Die bauen wir auch hier dran. Zack, natürlich mit so einem Snap-Tool. Kann jetzt mal aufmachen, zumachen. Wieder aufmachen. Man kann die auch locken. Das heißt also, wir gehen jetzt hin. Halten E gedrückt und dann kann man locken. Dann haben wir Set Access Code. Geben wir jetzt einfach ein. 1, 2, 3, 4. Zack, jetzt ist sie gelockt. Das heißt, andere Spieler, die noch nicht aufgemacht haben, müssen einen Code eingeben. Wir selber müssen das nicht, sondern müssen immer die anderen. 1, 2, 3, 4. Das habe ich jetzt nochmal gemacht. Das heißt aber, wenn ich jetzt einfach nur die zumache, ist sie automatisch schon gelockt mit dem Code 1234. Finde ich ganz cool gemacht. Das heißt also, eure Mitspieler müssen nur einmal den Code eingeben und dann haben die das genauso wie ihr für immer aktiv. Es gibt verschiedene Bausysteme, sage ich mal, oder Bausachen, die man erstellen kann. Wir werden auch nochmal eben den Ofen benutzen, packen da eine Kohle rein. Werden mal schauen, unsere Axt ist kaputt gegangen. Die können wir auch da rein tun. Natürlich mit Leiter anziehen. Anzünden. Geht auch an der Ofen. Und jetzt können wir, werde ich euch zeigen, diese Axt in ein Metallstück verbrennen. Mal gucken. Metallbar, genau. Wir haben jetzt eine Metallbar bekommen. Jetzt schauen wir mal, was wir alles mit der Metallbar erstellen können. Dazu müsste zum Beispiel, eine Knife ist ein anderes Stück Metall. Mal eben schauen. Können wir uns schon was erstellen? Diese Wrench geht zum Beispiel mit Metallbar. Wrench ist ein Item, also so ein, ja, so ein Schlüssel, ne? Wie nennt man? Nicht Stromschlüssel, sondern so ein Klempnerschlüssel da. Can be used as a weapon, also zum Draufschlagen oder um Autos zu reparieren. Autos, ja, ihr habt gehört, es gibt im Gegensatz zu Standalone gibt es ja von Anfang an Autos, die auch funktionieren, die auch kaputt gehen und nicht unsterblich sind. Es gibt auch verschiedene Tiere inzwischen, die, oder von Anfang an natürlich, die ihr häuten könnt, die ihr töten könnt, aber die auch euch töten. Wer schon mal in H1Z1 gegen einen Bären gekämpft hat, der weiß, holy moly, ihr solltet euch nicht mit Bären anlegen. Bären sind verdammt böse, böse, böse Tiere. Dann kann man hier Fallen bauen. Bauen wir einfach mal eine. Wir werden die, wo werden wir die platzieren? So, wir machen das. Wir machen unser Haus. Wo haben wir die Falle? Haben wir die Falle da? Die ist wahrscheinlich auf den Boden gedroppt, oder? Ich bin blind. Moment, lass mich kurz schauen. Wir können die nicht mehr bauen. Haben wir die echt auf den Boden gedroppt? Oder haben wir die hier reingedroppt? Ne, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch nur blöd, aber ich sehe die gerade nicht. Kann sein, dass sie unter dem Boden ist. Naja, aber ist eh nicht unsere Base. Wir sollten hier nicht zubauen. Wir sollten hier nicht zu viel bauen, sonst kriegen wir noch Ärger. Ich kann euch schon mal trotzdem zeigen. Man kann Campfeuer, man kann so ein, ja, Baudrill an, das ist, wenn ihr kein Feuerzeug habt, könnt ihr mit so einem Baudrill, das heißt also, könnt ihr ein Feuer anmachen, das ist auch ganz cool gemacht. Da sind wieder Zombies unten. Handschaufel gibt es, damit könnt ihr in der Erde ein Loch machen, sozusagen, und eure Gear verstecken, auch sehr cool. Das sieht man nämlich kaum. Sowas benutzen wir zum Beispiel, um Gear zu safen, weil solche Basen werden doch ab und zu mal überfallen. Ihr könnt
Sardinen machen, womit ihr dann im Endeffekt First Aid Kits machen könnt. Storage Container, Bärenfallen könnt ihr machen. Smoke Flares sind auch cool. Arrows könnt ihr machen. Also ist das einfach so Woodstick, einfach nur alles Mögliche. Das sind jetzt auch nur die Sachen, die wir gefunden haben. Es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt auch Metallgebäude, Metallshed. Also das heißt, dieses Shed aus Metall ist dann noch ein bisschen größer. Ich zeige euch mal eben die Base von außen. Oh Gott. Stacheldrahtzaun. Oh, nein, nein, nein. Zombie. Ist jetzt ein langsamer Zombie. Die langsamen, die sind einfach. Wir müssen eben die ganzen Zombies töten, die hier ankommen. So. Hier gibt es Stacheldrahtzaun. Sieht natürlich cool aus, aber macht leider noch keinen Schaden. Wird aber hinzugefügt, denke ich. Jetzt wird es auch langsam Nacht. Ich hoffe, das ist immer noch hell genug. So, hier sieht man das Haus. Alles super. So sieht das von außen aus. Und jetzt hat der Zombie nichts gedroppt. Okay, jetzt werden wir uns mal in die Stadt reinwagen. Wir gucken mal, was wir dort erleben können. Wir haben leider nur 4 Pfeile. Ich glaube, wir machen uns noch ein paar, ne? Können wir uns noch ein paar Pfeile? Wir machen uns noch ein paar Pfeile. 4 Stück, 3 Stück können wir noch machen. Pfeile sind extrem wichtig im Spiel. Essen nochmal. Essen, trinken, Hammer, da kommt wieder ein Zombie. Den lassen wir nicht gut. Es gibt langsame, da sind jetzt die langsamen Zombies. Es gibt auch schnelle Zombies. Oh, da unten ist noch ein Zombie. Es gibt langsame Zombies, es gibt schnelle Zombies. Es gibt alle möglichen Arten von Zombies. Da schießt einer mit dem Bogen, habt ihr gesehen? Da schießt einer mit dem Bogen. Hier ist aber die Polizeiwache. Extrem gefährliches Gebiet. Sollten wir meiden. Wir gehen jetzt in die Stadt. Jedes Gebäude ist so gut wie lootbar. Einige sind abgesperrt. Loot kann ich euch mal zeigen. Wir gehen mal hier in so ein Büro. Das ist jetzt nicht eins meiner Lieblingsgebäude. Müssen wir natürlich gucken, ob hier Loot vorhanden ist. Da kann man jetzt alle möglichen Kabinennetz, also das heißt Schränke durchlooten, ob da Loot ist. In den Gebäuden ist aber wenig Loot, muss ich sagen. Das liegt meistens eher nur oben drauf. Moment, der Zombie, der verfolgt uns, ne? Obwohl, das ist eine Etage tiefer. Ich glaube, er riecht uns, aber er sieht uns nicht. Wir gucken, ob wir hier was finden. An den Gebäuden findet man eigentlich weniger, aber da findet man immer Wasserflaschen, Äxte, sowas. Ist auch sehr gut gelootet. Ist halt die größte Stadt. Wir sind in Pleasant Valley, für die Leute, die es kennen. Eigentlich mit die größte Stadt. Selbst die Mülleimer sind hier. Oh, da war was. Fernglas ist da. Ja, werden wir nicht benutzen. Bin ich kein Fan von. Bisschen Kleidung, daraus können wir Bandagen machen. Werden wir hier weitergehen. Gucken, was wir noch so erleben können. Das ist wieder so ein Gebäude. Hier haben wir zum Beispiel eine Crowbar. Crowbar ist ein ganz wichtiges Objekt. Moment, wie machen wir das? Wir machen das so. Oh, der Zombie, der ist hartnäckig. So, das platzieren wir um. Nein, Quatsch, Quatsch, Quatsch. So werden wir das im Platz. Ich muss den Zombie töten, sonst lockt er noch Leute an. Komm her, Zombie. Die Wände können wir natürlich aufmachen, zumachen. Das war ein Spieler sogar mal. Zombies, die was droppen, waren mal Spieler. Jetzt haben wir die Eigenschaften. Er blockt den Loot. Also manchmal blocken die Zombies den Loot. Die können dann auseinanderschneiden oder auch kaputt hauen. Aber wenn wir die Axt benutzen oder ein Messer, dann hat man eine Chance auf Kleidungsstücke. So, wir haben den jetzt kaputt gemacht. Das heißt, es war ein toter Spieler, wie ich es mir gedacht habe. Hat hier sogar einen Hut auf, den ziehen wir an. Eine Waffe, die braucht man nicht, einen Hammer, ja, und einen für guten Bogen, sogar einen guten Bogen. Wir haben uns jetzt einen Helm angezogen, den Restloot lass mal liegen. Dann zeige ich euch mal, was man mit der Crowbar machen kann. Wenn man da auf alte Autos kaputt haut, bekommt man Scrap Metal. Wir sammeln immer so, sagen wir, 3, 4 Scrap Metal. Na, kann man hier nichts mehr. Man kann auch die Autos natürlich durchsuchen. Ist sehr oft, sind da Sachen drin. Ich muss aufpassen, nicht, dass hier zum Beispiel Hammer, Empty Bottle, Metal Sheet, alles drin. Hier machen wir, holen uns so ein bisschen Scrap Metal da raus. Ihr müsst, wenn ihr in dieser Stadt seid, müsst ihr extrem aufpassen. Es ist die gefährlichste Stadt von allen. Wir spielen jetzt 4 Uhr morgens auf einem EU-Server, also hier ist ein bisschen weniger los. Mädchenklo. Mädchenklo ist leider nichts. Gehen wir nochmal hoch. Gehen noch eine Etage höher. Also viele Gebäude ähneln sich natürlich. Da sieht man zum Beispiel Wasserflaschen. So. Hier haben wir eine kleine Tasche. Aber was wir machen möchten, ist
Wir haben ja Scrap Metal gefunden, ja? Wir haben Scrap Metal von den Autos bekommen. Das be bekommt ihr, wenn ihr mit der Crowbar draufhaut. Aber wir gehen jetzt mal hier auf Craften. Wir können jetzt neue Sachen craften. Wir können einmal Bandagen craften. Für jeweils zwei Kleidungsstücke Bandagen. Die heilen euch um 10% und stoppen Blutung. Aber das wollen wir nicht craften. Wir können ja mal gucken, was wir craften können. Metallbahn können wir craften. Dafür müssen wir das in einen Ofen tun. Haben wir ja schon vorhin gesehen. Metal Bracket könnten wir craften. Den braucht man für Gebäude. Metal Door brauchen wir nicht, wollen wir nicht, wollen wir nicht. Metal Sheet wollen wir auch nicht. Eine Snare könnten wir. Eine Falle. Wollen wir die craften? Wir haben jetzt leider kein Holz mehr, sonst hätten wir uns. Ich wollte mir eigentlich eine neue Axt craften. Machen wir die Axt. Lass uns mal kurz gucken. Oder so ein Messer wäre auch cool. Ich bevorzuge immer die Axt. Dafür braucht man dieses Scrap Metal und einen Woodstick. Also einen Stock. Leider haben wir daraus jetzt, ja, Pfeile gecraftet. Naja. Vielleicht finden wir hier noch was. Hydration ist low. Dann kann man nämlich was trinken. Ein Blueberry Juice haben wir gerade auch aus den Leichen gefunden. Trinken wir mal einen Nom Nom. Und jetzt erkunden wir mal die Stadt. Gehen in die gefährlichen Gebiete. Vielleicht erleben wir ja auch ein bisschen PvP noch. Meine Meinung, definitiv. Für mich haben sich die 20 Euro gelohnt. War eine gute Investition. Das Spiel wird irgendwann zwar free to play, aber bevor ich 6 Monate warte, zocke ich das so. Da muss ich aber sagen auch, es gibt sehr viele Vorwürfe, dass das Spiel ein Pay-to-Win-Spiel sein soll. Ich bin jemand, ich höre nicht auf andere Leute. Ich erkunde selber die Spiele, spiele die selber, um einfach zu testen, ist es gut oder nicht gut. Ich bilde mir immer selber eine eigene Meinung. Ich habe jetzt von vielen anderen YouTubern gehört, Free-to-Play, Pay-to-Win, Pay-to-Win. So zwei First-Aid-Kits, die heilen uns, glaube ich, um 60%. Hier ist schon ein bisschen mehr Loot. Vielleicht schon mal hier drin oder hier. Ah, ein Stock. Leider der falsche Stock. Mit dem kann man nichts anfangen. Am Anfang war es Pay to Win, ja, aber nach 2 Tagen haben sich alle Leute beschwert. Vor allem bei Reddit beschwert, da ist sogar ein Messer. Aber ich hoffe, ihr seht was, sonst muss ich das ein bisschen heller machen. Die Leute haben sich extrem beschwert, dass es ein Pay to Win Game ist. Haben die Entwickler auch selber eingesehen und haben den Pay to Win Faktor rausgemacht. Das heißt, jetzt ist es definitiv kein Pay to Win Game. Wer jetzt behauptet, das Spiel wäre ein Pay to Win Game, der hat meiner Meinung nach absolut keine Ahnung von dem Spiel. Hat keine Ahnung, was überhaupt Pay to Win bedeutet. Und. Ja, der hört einfach, das ist einfach nur jemand, der nachredet und nicht selber die Spiele testet. Hey, wo ist das Essen hin? Hallo? Wieso kann ich das jetzt nicht essen? Ich habe keinen Platz dafür. Dann essen wir doch einfach das hier und nehmen das mit. Normalerweise kann man die auch außerhalb essen. Ich weiß jetzt gar nicht, wieso das verschwunden ist. Mal gucken. Weil jetzt wäre das. Oh, das verschwindet immer wieder. Sollte eigentlich nicht so sein. Aber, wie wir gesagt haben, es ist ein Alpha-Game. So, jetzt müssen wir uns hier sehr vorsichtig, sehr vorsichtig, wir laufen quer über die Straße bewegen. Da ist sogar ein Tier, das können wir eventuell jagen. Einmal getroffen. Nein, jetzt haben wir verfehlt. Nein, Tier, nicht weglaufen. Oh, jetzt hat es aber Speedtag angemacht. Bam! Ist aber nicht weggekommen. Liegt jetzt auf dem Boden. Animal Fat, Venison. Okay, zwei Fleisch, zweimal Fell oder was das ist bekommen. Aus dem Animal Fat können wir zum Beispiel ja, Benzin machen oder sowas. Womit wir halt das Auto auftanken können. Aus dem Fleisch ist selbstverständlich, können wir kochen und essen. Roh essen geht leider nicht. Wir sind wieder Zombies. So, aber zurück zum Pay-to-Win-Faktor. Die Entwickler, die sind sehr aktiv auf Reddit. Das heißt, sie schauen immer wieder rein, gucken, was die Community sagt und arbeiten auch mit der Community. Das heißt, wenn die Community sagt, das Spiel ist scheiße, dann machen die das auch nicht. Hier wollen wir nicht hin. Hier in dem Haus. Oh, das sieht dann. Diesmal lassen wir das in Ruhe. Wir haben ja genug Fleisch. Wir müssen ja hier nicht den bösen Tierquäler spielen. Wenn erstmal ganz nach oben laufen. Also das heißt, hier sind auch etagenweise Blut, ne? Kann die Etagen betreten. Am Anfang wurde halt gesagt, es ist ein Pay-to-Win-Spiel, weil die Entwickler. Es gibt also so eine Option. Da kann man sich durch Echtgeld etwas kaufen. Moment, wie geht das hier?
Weil man kann sich so Airdrop-Tickets kaufen. Airdrop-Tickets und es gibt noch. Okay, das ist ein Zombie, der da kommt. Und Event-Tickets. Event-Tickets braucht ihr, wenn ihr zum Beispiel bei Battle Royale. Es gibt hier Battle Royale-Modus. Wenn ihr das spielen wollt, kostet das Event-Tickets. School of Twine, sehr schön. Können wir nicht mitnehmen, wir sind voll. Den können wir doch mitnehmen. Server legt nur ein bisschen. Und nochmal. Es kostet, also Battle Royale kostet ein Event-Ticket. Den findet ihr aber auch öfter in zum Beispiel Sachen wie hier in so Kabinetten, also Kommoden oder sonst wo, in kleinen Schränken. Dann gibt es aber auch noch andere Sachen. Und zwar ist es Airdrop-Ticket. Airdrop-Ticket, es kommt ein Flugzeug und schmeißt random innerhalb von, ich glaube, einem halben Kilometer, das heißt 500 Metern, droppt das noch eine. Was droppt es denn? Es droppt ein. Oh, leckt ein bisschen. Hallo? Batz. Oh, der hat wieder was gedroppt. Das werden wir doch gleich suchen. Zack, zack. Und es droppt ein Airdrop, heißt so ein Luftpaket. Oder ja, ein Drop, wo Sachen drin sind. Das kann sein, das kann zum Beispiel, was kann da sein? Das können Waffen sein, das kann Essen sein. Am Anfang waren es immer Waffen mit sehr viel Munition. Inzwischen haben aber die Entwickler das ausgestellt. Ihr habt dann noch eine 10%ige Chance auf irgendeine billige Waffe, meistens eine Pistole. Sonst kommt da einfach 5 Essen, 5 Trinken. Ihr seht, Essen, Trinken ist einfach nix. Das bekommt ihr hinterhergeworfen. Das heißt also, wer behauptet, das Spiel wäre ein Pay-to-Win-Game, der hat meiner Meinung nach absolut keine Ahnung von diesem Spiel. Das ist meine ehrliche Meinung. Und wie gesagt, Leute, testet die Spiele selber an, bevor ihr euch eine Meinung bildet. Denn auch auf YouTube ist es so, oder bei YouTube ist es besonders so, die Leute, ja, das heißt. Nee, das ist jetzt schlecht erklärt. Aber die Leute, die lassen sich zu schnell verstecken. So. Die hören einfach Grundpropaganda, oh, das Spiel ist schlecht. Ja, und erzählen das einfach weiter. Die haben es selber noch gar nicht gespielt. Ich mache zum Beispiel immer, bevor ich ein Spiel kaufe. Oh, hier ist sogar Shadow-Magazine. Bevor ich ein Spiel kaufe, gehe ich hin und schaue mir auf Twitch Gameplays dazu an, wie andere das spielen. Hat einfach den Grund, auf YouTube könnte ich das natürlich auch machen nach einem Gameplay. Aber YouTube, ihr müsst euch überlegen, viele YouTuber werden bezahlt dafür einfach, dass die sagen, das Spiel ist cool. Die bekommen das Spiel hinterhergeworfen, sagen hier, bringen ein halbe Stunde Video oder 20 Minuten Video raus und dafür sagst du, das Spiel ist cool und wir pumpen dir für. Weiß ich nicht, gibt es immer einen Betrag, so viel 1000 Views, dies und das, Beispiel, 1000 Views kriegst du 20 Euro oder so. Und das wird dann natürlich hochgerechnet und nennt sich halt eine Promotion gegen Money. Sollte natürlich für YouTuber gedacht sein, dass sie ihre ehrliche Meinung, ne, sagen, aber in 90% der Fälle ist es einfach, Geld regiert die Welt. Du gibst den Leuten Geld, ne, und die sagen das, was ihr ihnen sagt, so, ne? Dementsprechend glaube ich an sowas nicht. Hier gibt es T-Shirt, alles Mögliche, Rucksäcke, aber wir haben eigentlich alles. Wir suchen nach einer Waffe. Gibt es hier jetzt nicht. Ist zurzeit ein bisschen zu viel Überloot, wie man sieht. Wir müssen die echt noch fixen. Deswegen schaue ich einfach auf Twitch die ganzen Sachen an und entscheide selber, ob das Spiel gut ist oder nicht. Das Movement, alles finde ich super. Ist jetzt natürlich nichts Spektakuläres. Da ist ein Hase. Aber ich finde es flüssig. Im Gegensatz zu Standalone finde ich es flüssig. Standalone hat natürlich bessere Grafik, aber H1Z1 spielt sich deutlich besser. Hier haben wir noch eine Crowbar. Ich gucke immer unter den Theken, weil da können auch Waffen drin sein. Hier haben wir nichts. Ich loote natürlich nicht alles, also man könnte alles looten. Aber was war das? Oh mein Gott, ich habe mir was eingebildet. Ich habe mir eingebildet, da war jemand. Wir laufen mal zur Polizeiwache. Ist jetzt ein bisschen leer. Zombies sind mager. Zombies ist auch unterschiedlich. Also manchmal sind mehr Zombies, da manchmal weniger. Kommt wahrscheinlich immer auf den Server an. Das hier ist jetzt ein bisschen voller der Server. Das heißt, die Zombies arbeiten auch nicht ganz so, wie sie gewollt sind. Wenn ihr auf einen super leeren Server geht, da sind die Zombies und alles Mögliche läuft perfekt. Der Server, den haben wir schon ein bisschen voll gemacht im Stream. Da zocken schon einige drauf. Der ist mal Medium bzw. sogar High. Da ist es dann so, dass die Zombies manchmal Wegfindungsprobleme haben, aber inzwischen funktionieren die auch schon besser. Also wie gesagt, die Entwickler arbeiten dran.
So. Jetzt gehen wir in die Polizeiwache. Hier gibt es sogar... Oh, das ist schon mega lang. Das ist schon seit einem Tag so. Das heißt, der Server wird schon über einen Tag nicht restartet. Oh. Komm. Was? Schon wieder ein Zombie-Loot. Wieder ein auferstandener Zombie. Oh, Moment, da hat sogar was, was wir mitnehmen können. Wieso ist eigentlich unser Backpack voll? Ach, wir haben eine Tasche mit. Das ist natürlich ungut. Wir hatten eine Tasche im Backpack. Die nehmen natürlich viel Platz weg. Wir haben eine Tasche in der Tasche gehabt. Jetzt gehen wir in die Polizeiwache. Die Polizeiwache gibt es oft unten Loot. Wie hier zum Beispiel. Oh Gott. Bam! Da haben wir den Headshot gegeben. Hallo. Er hatte einen Sniper, hat uns verfehlt. Wir haben ihn sofort einen Headshot gedrückt. Wir sind also, wie ihr seht, wir sind PvP-technisch auch extrem gut. Ne? Ist genau ein Spiel für mich, deswegen mag ich das. So, jetzt könnte ich den looten. Was haben wir denn? Wir packen das hier weg. Oh mein Gott, er hat richtig viel Munition dabei gehabt. Hat er noch Sniper? Er hat Pistolenmagazine dabei. Er hat richtig viele Sniper-Magazine, Shotgun-Magazine. M4-Magazine hat er auch dabei. Er hat richtig viel Stuff dabei. Das heißt, wir müssen ein bisschen Platz machen. Drink. Wir können das Wasser wegpacken? Das brauchen wir nicht. Komm, wir droppen das einfach. So, dann nehmen wir mit. Die Munition ist das Wichtigste. Wooden Barricade. Tierblätter, okay. Okay, nehmen wir auch mal mit. Bisschen Essen können wir mitnehmen. Ground Kaffee können wir mitnehmen. Etwas machen wir uns Kaffee. Bandagen sind immer gut. Fleisch, Nägel können wir auch mitnehmen. Damit können wir bauen. Sollen wir jetzt wieder alles voll? Oh, die Munition nimmt so viel Plätze weg. Pistole, ja. Die Pistole. So, wir machen so. Equippen die Pistole, machen das so. Das können wir nämlich. Die Pistole nachladen. Und die Sniper können wir auch nachladen. Wir haben uns wieder voll geheilt mit dem First Aid Kit, wie ihr das eben gesehen habt. Jetzt looten wir weiter, jetzt looten wir weiter. Blackberries können wir mitnehmen. Wasser brauchen wir nicht. Nägel nehmen wir auch mit zum Bauen. Pfeile können wir mitnehmen. Das war es eigentlich. Die anderen Sachen brauchen wir jetzt nicht. Tut mir leid natürlich für den, aber er hat sofort auf uns geschossen. Es ist zurzeit sehr PvP-lastig. Leider habe ich auf eine Shotgun hier gehofft, aber wir haben nur einen Spieler gefunden. Er hat uns wahrscheinlich... Der muss eigentlich die Füße getroffen haben, sonst wären wir tot gewesen. Er hat wahrscheinlich die Füße getroffen. Sniper, sehr mächtige Waffe in Game. Aber nicht so mächtig wie die Shotgun. Na, auf Distanz ist sie natürlich eher mächtiger. Wir gehen jetzt wieder ein bisschen durch die Stadt. Also ihr habt so den ersten Eindruck bekommen vom Spiel. Es ist 5 Uhr morgens weniger los in der Stadt. Normalerweise sind hier immer Leute, auch viele Friendly-Spieler. Im Stream spielen wir, laufen wir mal zu 6 zusammen. Funktioniert eigentlich ganz gut. Also man muss nicht unbedingt so dieses PvP-mäßige Spiel. Ich hoffe, ihr habt so einen ersten Eindruck bekommen. Wenn ihr wollt, können wir ja mehr davon spielen. Ich könnte die Aufnahmen aus dem Stream nehmen. Das ist also, wo wir richtig übertriebene Action machen. Und das dann im Endeffekt hochladen. Ach, da ist eine Idee. Das können wir noch töten. Alter, da war glaube ich ein Glas zwischen, was nicht angezeigt wurde. Na? Hier ist nix. Da ist das Dreh. Da haben wir daneben geschossen. Und da muss es... Ich glaube, er ist umgefallen. Wir gehen auf jeden Fall hier hoch. Wenn das Video, Leute, ich hoffe, so der erste Einblick hat euch gereicht. Man kann zurzeit, also zurzeit ist ja schlecht spielbar. Ich würde... Oh, guck mal, da ist sogar ein Auto in der Luft. Es passiert auch selten. Zurzeit ist halt dieser Loot-Patch da, ihr seht, jeder hat Waffen, jeder hat Equip. Normalerweise ist es sehr mühsam, sich sowas zusammenzufinden. Man muss es craften und man muss im Team zusammenspielen. Deswegen, wenn ihr mehr von HNZ1 sehen wollt, sagt Bescheid. Wenn nicht, dann nicht. Ich denke, ich werde trotzdem was hochladen. Das, was wir im Stream aufnehmen, wir spielen das sehr oft im Stream. Ihr könnt natürlich da mit uns spielen. Einfach twitch.tv/mukayo.